So, und ich bin angekommen. Beim letzten Mal ging es ja ums Köderfischangeln und heute verangeln wir die Köderfische. Also, angekommen am Ladogasee und ich meine, ja, da ist auch schon was dran. Ich habe noch nicht mal zugehabt. Ich habe gerade ausgeworfen. Und da fing es auch schon direkt an zu bimmeln. Ich bin mega gespannt, was reingeht. Ich bin jetzt frisch hier. Ich teste das Ganze wieder blind, ob der Spot hier noch läuft. Ich war ja vor einer guten Woche ungefähr, war ich ja schon mal hier. Hab das hier schon mal probiert, allerdings mit viel zu wenig Köderfischen. Na, den wollen wir natürlich nicht haben, ne? Der olle Döbel. Den können wir auch anders fangen als hier. Mit einem teuren Kaulbarsch. Ja, ich habe jetzt einige Kaulbarsche in der Tasche. Ich habe verschiedenste Köderfische in der Tasche. Und die testen wir jetzt hier einfach mal schön alle durch. Locker ausgeworfen. So, hier war auch noch nicht zu. Und ihr seht, wie doll das hier absinkt. Na, guck mal, im Absinken sogar schon wieder was reingegangen. Oder? Da hat es so gezuppelt. Gucken wir mal, ob da noch wirklich was drin ist. Hier haben wir den nächsten Kandidaten. Ja, das sind natürlich die Gefürchteten sozusagen, ne? Die wollen wir auf gar keinen Fall, denn die fressen hier unsere guten und lange erarbeiteten Köderfischis weg. So, direkt wieder raus. Zack, 25 Meter. Absinken lassen. Und dann haben wir es auch gleich. So, und dann schön einen Blick drauf halten und gucken, was passiert. Ja, es geht so steil runter, weil wir hier am Ladoga in diese Rinne werfen. Und die Rinne ist halt, die ist halt irgendwas so zwischen 11 und 14 Meter tief hier an der Stelle. Das heißt, das geht natürlich richtig tief runter. 25 Meter, da landen wir theoretisch ungefähr hier, plus absinken. Dann sinkt es halt die Böschung, ne, 25 Meter, dann ist der Clip und dann sinkt es langsam runter und kommt natürlich wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wir landen irgendwo hier, also wenn wir hier bei 25 sind, werden wir hier irgendwo landen. Ja, keine Ahnung, bei 22 Meter vielleicht ungefähr, 20 Meter grob in diesem Bereich. Und ja, dann lügt das Ganze doch. Ich bin gespannt, welche Saiblinge reingehen und wie viele reingehen. Ich hatte es beim letzten Mal angeln auch schon mal gezeigt. Das Setup ist relativ groß. Ich kann das auch nochmal verlinken, das letzte Video dazu. Da hatte ich allerdings nicht so viele Köderfische, aber da ging es dann auch mit anderen Ködern noch ganz gut weiter. Einfach mal reingucken. Okay, den wollen wir auch nicht. Ja, wenn das jetzt hier natürlich zu viele werden von diesen Beifängern, die hier die teuren Köderfische wegfressen, dann den Spot wechseln. Ne? Das ist ja ganz klar. Wenn das jetzt irgendwie, wenn der nächste auch noch so ein Barsch ist, dann gehe ich von hier einfach weg, stelle mich vielleicht hier hin und werfe mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung. Also, dass man da einfach mal einen etwas anderen Bereich hat. Oder wir nehmen jetzt vielleicht schon mal direkt, gehen wir mal auf 30 Meter, werfen wir hier ein bisschen weiter aus. Auch hier nochmal raus mit dem Kaulbarsch. Noch haben wir ja welche. So, ein bisschen mehr aufladen und dann gib ihm. Zack, weiter rausgeworfen. Schön absinken lassen das Ganze. So. Und dann gucken, was da hinten geht. Und ob da vielleicht dann doch eher die Saiblinge unterwegs sind. Natürlich können wir das auch theoretisch überall woanders testen. Man muss bloß hinkommen. Das ist ja immer der Knackpunkt. Theoretisch kann man das auch hier in diesen flacheren Bereichen testen. Aber die Erfahrung hat bisher gezeigt, dass hier gerade so diese Rinne, 11 Meter Bereich, manchmal eben auch hier, von hier aus kann man das auch mal testen oder von hier aus hier rüber werfen. Also hier dieser Bereich ist schon immer wieder ganz gut, gerade eben auch so für die Saiblinge. Zack, da geht wieder was Kleines rein. Also bisher noch nicht so richtig gut. Katastrophe. Kriegen wir den direkt verhackstückt. 50 Gramm Barsch. Noch nicht mal. Alter Falter. Noch nicht mal das. Was ist hier? Da ist auch schon was dran. Das ist mal ein bisschen was Größeres. Okay. Na, gucken wir mal. Aber ich denke, ich werde gleich noch mal ein bisschen weiter werfen. Und da haben wir den Ladoga, oder? Ja,
Der erste Ludoga mit diesem leicht grünlichen Schimmer drin. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, das ist natürlich richtig cool. Mehr davon gerne. Und hier teste ich jetzt aber auch einfach mal Rotauge. Vielleicht können wir auch damit dann ein wenig die Fische lenken. Hier haben wir noch ein Rotauge, was funktioniert. Und dann raus mit dem Rotauge auch nochmal hier auf die 25 Meter. Zack, das sieht gar nicht so weit aus, ne? Aber wenn man das sich hier so anschaut, der kleine Auswurf, da landen wir schon in dem Bereich. So, hier machen wir das auch nochmal anders. Hier nehmen wir mal eine Güster. Güster, Güster, Güster. Da sind noch einige Güster. Entfernung bleibt 25 Meter. Zack und raus damit. Übrigens ganz wichtig, wenn ihr Probleme habt mit dem Wurfgewicht, also das Gewicht des Fisches plus das Gewicht des Bleis, das ist ja gar nicht mal so wenig. Was sich da wirklich empfiehlt, um gut und weit rauszukommen, sind diese Flycast Bleie. Sensationell, gerade fürs Angeln eben auf mit Köderfischen. Man kann relativ leichte nehmen. Ich habe die sogar in 14 Gramm und noch leichter. Also die Flycast. Gucken wir mal eben kurz rein. Flycast Bleie, genau. 14 Gramm, 21 Gramm, 140er, wenn man mal so richtig weit rausballern will. Aber das sind halt hier die, mit denen man auch super weit raus kann, mit ganz leichtem Wurfgewicht nur, weil die Flugeigenschaften von den Bleien halt so sensationell gut sind. Ja, im Großen und Ganzen teste ich jetzt erstmal ein bisschen. Ich bin gespannt, was passiert. Der erste Saibling ist drin und ich hoffe, ich kann hier, zack, ich kann hier noch schön ein bisschen was rausziehen. Das war jetzt hier auf 30, ne? Genau, das war jetzt hier auf 30 Meter. Vielleicht ist 30 Meter einfach besser. Gucken wir mal. Na, eine Quappe. Die wollen wir eigentlich auch nicht. Vor allem nicht um 14 Uhr. 2 Kilo Quappe. Die kann dann auf den Gammelfisch gehen. Das kann ich später nochmal testen. Und hier ein paar gammelige Fische rausballern. So, 30 Meter nach wie vor. Zack, geht schon halb aufgeladen und schon im Clip. Also ihr seht, die fliegen mega gut, richtig schön weit raus. Achso, vom Setup her, gucken wir nochmal schnell rein natürlich. Das Setup insgesamt relativ simpel aufgebaut. Ich bin diesmal ein bisschen größer unterwegs. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum hier gerade weniger Saiblinge reingehen. Normal würde mir so ein, naja, ich sag mal so ein 9 Kilo Vorfach wäre schon nicht schlecht, ne? Ein bisschen feiner vielleicht, 9, 12 Kilo vielleicht. Aber 15 teste ich jetzt erstmal am Anfang. Vielleicht sind ja Hechte da oder sowas. Im Moment waren es noch keine. Wenn das so bleibt, gehe ich da vielleicht auch nochmal runter vom Fluorocarbon. 4-0er Haken, hatte ich beim letzten Video auch schon gesagt. Immer mal wieder jetzt schon getestet. Bei den letzten Malen Köderfischangeln. Immer wenn ich mit so einem 1-0er Haken ungefähr unterwegs bin, gehen da aber auch anders kleine Fische rein. So dermaßen unmaßig und so gerade eben maßige, auch bei den Saiblingen, absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Irgendwie hat die Wirkung des Hakens beim Köderfischangeln, also bei den ganz kleinen, also 1-0er Haken, eine ganz bescheidene Wirkung. Das bringt es irgendwie überhaupt nicht. 4-0er Haken habe ich dann irgendwann mal getestet und die sind deutlich angenehmer von den Größen gewesen. Endlich mal vernünftige Größen bei den Köderfischen. Dafür, dass man dann auch so wenige von diesen teuren Ködern hier verangelt, dann muss es aber auch richtig reinballern. Also wenn das mit den Köderfischangeln irgendwann mal überarbeitet wird, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also die Hakengrößen, Katastrophe. Also wie die wirken, das läuft irgendwie gar nicht. Aber immerhin läuft es hier. Guck mal da, auf der Güster. Sehr schön, bin ich gespannt. Und ich glaube, auf der 3 ist auch schon wieder was dran. Was hat die Güster geliefert? Auch wieder nur ein Barsch. Okay, 25 Meter. Ich bin weg von der 25 Meter. Das ist doch schon mal gut. Die 25, die wollen wir nicht. Nochmal eine Güster drauf. So viele habe ich von denen nicht. Ich gehe hier nochmal auf die 30 Meter. Na, war das jetzt richtig drin? Wir wollen ja schon die Entfernung auch einhalten. Nochmal ein bisschen mehr aufladen. Doch, da kommen wir so gerade, glaube ich, hin. Ne? Die Güster, man merkt da den Luftwiderstand.
Okay, hier waren bloß das Rotauge, was rumschwimmt. Das hat selbst jetzt quasi... Da war kein Biss drauf. Okay, ich mache jetzt hier erstmal ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal in den Kescher rein. So eine halbe Stunde. Einfach mal gucken, wie das jetzt so bis in die Abendstunden hier geht. Boah. Eieiei. Da geht ja doch nochmal richtig was Großes rein. Das ist nicht schlecht. Und hat sogar richtig Bock. Ich hoffe nicht, dass es jetzt hier der erste Hecht ist oder so. Der zieht auch gut ab. Gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt. Oh ja, der hat richtig Bock. Auf 15 Kilo Setup hier. Der muss aber schon ein bisschen Power haben. Alter Falter. Ja, das wäre natürlich das Allerschlimmste, wenn es gleich ein Hecht ist. Auf einen kleinen Kaulbarsch hier. Aber der müsste dann auch schon gewichtsmäßig ähnlich groß sein. Um die 15 vielleicht noch nicht. Da reichen vielleicht 7, 8 Kilo. Aber dann wird es auch schon eng oder gefährlich fürs Vorfach, ne? Kurbeln wir mal rein. So eine große Quappe ist es nicht. Vom Tempo her wahrscheinlich auch nicht. Oder einen Zander. 16 Uhr. Größerer Zander. Er macht sich halt so schwer, ne? Der macht sich so schwer. Das ist ja ein Ding, Alter. Oh, der hat aber Bock. Und ich muss echt ein bisschen vorsichtig sein. Wenn das wirklich ein Hecht sein sollte. Dass er nicht da irgendwie zu heftig am Vorfach rumreißt. Aber bis jetzt zieht er einfach nur weg. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm. Und auf dem anderen zuppelt es auch, glaube ich, rum. Jetzt geht's los. Na komm, jetzt hat er sich umgedreht. Oh, da bin ich ja gespannt. Ich will einfach nur wissen, was es ist. Kann es auch später durchbeißen. Es ist ein Hecht. Nein, es ist ein Zander. Es ist ein großer Zander. Boah, das ist geil. Das ist ja cool. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wobei, so groß ist er wahrscheinlich gar nicht, ne? 4 Kilo. Na, 5. 5,2er Zander. Schönes Ding. Pah, Alter. Die sehen einfach so geil aus. Richtig, richtig cool. Ja, das ist nicht schlecht. Also nicht direkt Zielfisch. Aber letzten Endes geht es mir jetzt hier einfach nur darum, irgendwas Schönes rauszuziehen. Idealerweise natürlich die Saiblinge, ne? Bisher allerdings immer noch kein Saibling. Soll ich vielleicht mal umwerfen? Komm, ich werfe mal in eine andere Ecke. Ich stelle mich jetzt mal hier hin, werf da in Richtung Kaffee. Und dann, wobei, nee, ich glaube, ich werfe ein bisschen weiter rechts rüber. Dass wir hier mehr in diese Kante kommen, sonst ist das hier zu flach. Aber dann auch auf 35 Meter. Ja, und geht auch rein in den Clip. Also, mit dem Kaulbarsch, gar kein Problem, kann man richtig gut weit werfen. 35 Meter da in Richtung von diesem Berg. Gucken wir mal, was da geht. Und den nächsten, da scheint wieder was Kleines zu sein, werfe ich 35 Meter in Richtung Leuchtturm. Das hier auf Rotauge, eine kleine Sefo. Oha. Oha. Ich lasse nochmal den Kaulbarsch. Nehmen wir nochmal Kaulbarsch und dann aber nochmal weiter raus hier. Auch hier 35 Meter in Richtung Leuchtturm. Also, gib ihm richtig schön weit raus. Zack, da sind wir im Clip. Und dann gucken wir mal, ob sich da in dem Bereich was tut. Hier vorne scheint es tatsächlich gerade nicht ganz so gut zu sein. Zumindest hier auch mit den ganzen Beifängern. Erst ein Ludoga-Saibling. Das ist ein bisschen zu wenig. So, und auch hier gehe ich nochmal rüber. Nochmal mehr in Richtung 11-Meter-Loch. Nochmal, wobei hier lasse ich mal die Güster drauf. Auch hier auf 35 Meter. Und gib ihm. Oh, wir müssen mehr rauswerfen. Das ist krass. Die Güster bietet schon richtig viel Luftwiderstand. Da müssen wir deutlich mehr auswerfen. So, fürs gleiche Ergebnis. Knapp, auch noch nicht ganz. Aber ich sag mal so gut, 30 plus haben wir dann hier erreicht. Absinken lassen. So, und wir warten weiter ab.
Und da schießt schon einer rein auf die Güster. Aber, na, ich sag mal so mittelgroß, ne? Könnte doch was sein in Richtung Saibling. Nee, doch nicht Güster. Güster hatte ich ja gewechselt. Die 2, die steht ja jetzt ganz rechts. Das ist ja nochmal der Kauli. Das ist doch ganz gut. Und Zielfisch. Ja, Ludoga, ein bisschen kleiner. Aber immerhin auch nochmal Zielfisch. Auf die Saiblinge hier. Also, nächster Kauli. Zack, in die Richtung wieder auf die 35. Und raus damit. Und ich glaube, ich werfe auch gleich die andere Route nochmal in die Richtung. Und zack, geht's auch hier direkt weiter. Güster gerade rausgeschmissen. Und auf dem Kaulbarsch geht es weiter. Ja, so soll das sein. Im Großen und Ganzen ist es allerdings doch recht zäh immer noch. Wenn man sich überlegt, eine Stunde, nee, gar nicht, 2 Stunden insgesamt Köderfische beangeln. Das heißt, wenn man da rumgestanden hat und Köderfische geangelt hat und dann verkauft man so die Reste, einen Teil hat man zu Köderfischen gemacht, den Rest verkauft man, dann kommt man so vielleicht auf gut 100, 150 Silber noch mit dem Verkauf der restlichen Fischis. Moskito war es ganz gut. Vorher war ich noch mal ein bisschen am Ladoga, an Asura, auf Rotauge ein bisschen. Am Moskito war es ganz gut, weil ich 5 Kaffeeaufträge absolvieren konnte. Das war schon ganz gut. Also vom letzten Video, vom Video gestern zu heute, da war das nicht so verkehrt. Ja, Zander, den wollen wir auch nicht. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich überlegt, was das Zeit zu Fisch beziehungsweise Zeit zu Silber dann bringt, dann muss man wirklich sagen, ist Köderfischangeln bei den meisten Fischarten einfach nicht so wirklich interessant. Leider nicht interessant. Ich hoffe dringend, dass da irgendwann noch mal ein bisschen was gemacht wird. Andere Fischarten, mehr Fischarten. Warum kann man nicht quasi pauschal alle kleinen Fischarten, alle untermaßigen bis zu einem Gewicht von XY zu einem Köderfisch machen und reinschmeißen wieder? Also da muss auf jeden Fall ein bisschen was passieren. Die Attraktivität vom Köderfischangeln ist absolut nicht gegeben. Und wenn man sich dann überlegt, Köderfischangeln, wo haben wir das denn? Köder. Ist das nicht auch ein bisschen weiter unten? Köderfisch Grundmontage. Also man braucht auch theoretisch ein bisschen Skill und Level, um das verwenden zu können. Aber der Effekt ist, glaube ich, schlechter als einfache Grundmontage zu verwenden. Also man macht einfach weniger Cash, weniger Progress als mit der normalen Grundmontage. Das ist halt ein bisschen schade. Naja, ich gucke mir das nochmal ein bisschen weiter an. Bisschen was geht ja hier noch. Und vielleicht ballert ja dann doch noch ein schöner Saibling rein. Ja, es ist mittlerweile Nacht geworden und die Quappen gehen natürlich jetzt rein. Und im Großen und Ganzen jetzt so als Resümee, ja, nein, ich weiß es nicht. Zurzeit vielleicht gerade nicht so sexy an dieser Stelle. Also auf Saiblinge im Großen und Ganzen. Ja, nicht ganz so wirklich viele. Ein paar Ludoga-Saiblinge sind reingegangen jetzt hier, aber einfach zu viele Barsche als Beifang. War auch schon jetzt die Tage Feedback aus dem Livestream-Chat, dass es da aufgrund des letzten Videos hier an der Stelle, da wurde dann auch nochmal nachgetestet, aber auch da war dann ja zu viel Barsch einfach dabei. Heißt also, die letztlichen Köderfische, mal gucken, vielleicht verangle ich die nochmal am Kuori, da geht das ja auch immer wieder ganz gut, dass man da in die Rinnen reinwirft. Einfach raus mit den Köderfischen. Ich bleibe jetzt hier noch mal ein bisschen stehen und schmeiß noch ein paar Gammelfische rein. Und vielleicht gehen da noch ein paar schöne Quappen drauf. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri,